Gude, da bin ich auch mal wieder. Jo. Erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich in der letzten Zeit mich ein bisschen rar gemacht habe. Ja, kann ich auch kurz erklären, habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich habe einen Todesfall in der Familie gehabt. Mein Vater ist von dem Zeitpunkt der Diagnose bis zum Eintreten des Todes waren es genau 5 Wochen gewesen. Und da hatte ich natürlich ein paar andere Dinge zu erledigen und musste natürlich einiges mit der Mutter zusammen machen. Arbeit war natürlich auch noch dabei und sonst was. Alltag geht ja trotzdem nach wie vor weiter. Ja, und da war das natürlich mit den Videos machen erstmal ein bisschen im Hintergrund. Nichtsdestotrotz, es wird in nächster Zeit, werde ich trotzdem erstmal nicht allzu viele Videos machen. Ich versuche trotzdem das Ganze auf die, ja, 14-tägig ein Video auf jeden Fall nach wie vor zu erstellen, obwohl es jetzt die letzten 5 Wochen ja natürlich wieder mal keins gab. Aber ich versuche jetzt wieder eine kleine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, den Zeitpunkt können wir auch mal hier für ein Update nutzen. Da ich ja jetzt 5, 6 Wochen mein Becken ja nicht gezeigt habe, Entschuldigung, und natürlich aber auch, was ich auch dazu sagen muss, das Becken auch von mir vernachlässigt worden ist, aus den bekannten Gründen ja jetzt. Ja, nichtsdestotrotz, wir schauen in das Becken ja aktuell gerade rein und sehen, es hat sich eigentlich nicht viel verändert, doch wiederum hat sich sehr, sehr viel verändert. Wir gehen jetzt mal systematisch, gehen wir mal ein bisschen hier durch, so wie es von Anfang an immer. Ihr kennt ja die größten oder ihr kennt ja eigentlich fast alle Pflanzen. Ich habe sie ja fast alle erklärt. Es stehen noch einige Videos aus, aber trotzdem sind einige Pflanzen anders, verändert. Es ist aber keine Pflanze aus dem Aquarium verschwunden. Das Becken, wie gesagt, ist von mir, von meiner Seite vernachlässigt worden. Es gab keine tägliche Pflege, es gab maximal mal eine wöchentliche Pflege. Aber auch der Pflegeaufwand war sehr, sehr, sehr gering aus zeitlichen Gründen. Aber trotzdem ist in dem Becken nicht allzu viel passiert. Darum haben wir schon das erste Vorurteil, was ja immer bekannt ist, obwohl ich mein Becken nicht als Aquascaping bezeichne. Ich habe kein Aquascaping-Becken, ich habe ein pflanzenreiches Becken, aber ich habe kein Aquascaping-Becken, kein reines Aquascaping-Becken. Aber dieses Vorurteil, was da immer heißt, es wird sehr pflegeintensiv und wenn man solche Becken, gerade diese pflegeintensiven Becken vernachlässigen würde, wäre das unglaublich, Algenbildung wäre zu hoch oder sonst was. Wie man jetzt aber sehen kann, da ich mein Becken ja vernachlässigt habe, hier gibt es nach wie vor so gut wie keine Algen. Gut, mein Vorteil an der Sache ist, ich nutze ja, wie ja bekannterweise, nutze ich ja eine Düngeanlage. Das heißt also, da habe ich ja den Riesenvorteil, dass ich da in dem Moment ja eigentlich gar nichts großartig machen muss, weil das die Düngeanlage ja für mich erledigt, meine tägliche Düngung, die ich hinzugebe. Von den Pflanzen her haben einige Pflanzen die Position gewechselt. Zum Beispiel das amerikanische Kammblatt sehen wir jetzt etwas im Hintergrund. Wir gehen gleich nochmal in den Tele bzw. in den Zoom rein und dann können wir das uns nochmal genauer angucken. Und die Rhodala laos vorne wird jetzt langsam zu einer Wiese, wie wir es sehen können. Aber eine ganz große Besonderheit, die ich so nicht kannte und auch nicht wusste, das ist bei einer Pflanze und das ist bei unser Samolus hier vorne. Normalerweise ist es ja so, die hier vorne steht, unser Samolus, ist ja so, dass die hier vorne normalerweise sehr hoch wird und sehr breit wird. Ist ja bekannt mittlerweile nochmal, nicht im Aquariumhandel erhältlich. Streiten sich die Geister, ob es eine asiatische oder eine amerikanische jetzt in dem Moment ist. Lassen wir aber auch nochmal dahingestellt, habe ich in dem Video dazu, habe ich das ja mal erklärt. Aber eine Besonderheit bei der Pflanze ist, bei mir, das kannte ich nicht, sie hat Ausläufer gebildet. Das heißt also aufgrund dessen, weil das ja vom Licht her sehr ausreichend bei mir ist, sieht man hier, sie bildet einen Ausläufer durch das gesamte Becken gerade durch oder bildet hier unten einen schönen Ausläufer in dem Vordergrund. Die lasse ich jetzt auch einfach mal wachsen und lasse auch nach wie vor hier vorne so in dem Vordergrund, schneide ich jetzt demnächst erstmal nicht ab. Daneben haben wir ja nochmal unsere Kryptogorin, unser Pink Panda ist auch sehr, sehr schön, neben dem Kontrast, daneben, neben der Samolus.
Finde ich die wunderschön. Hier hinten angesprochen, die kennt ihr noch relativ klein, wo ich nur ein paar Stängel von drin habe. Entschuldigung. Das ist die Rotala Laos. Sie bildet sich jetzt langsam zu einer Wiese. Ich habe die gerade jetzt gestern runtergeschnitten gehabt und daher ist das wie so eine Art Wiese, die sich jetzt momentan bildet. Hier haben wir unser Kammblatt. Das sehen wir hier hinten. Das amerikanische habe ich jetzt nach hinten gesetzt. Ich saß ja eine ganze Zeit hier vorne. Die habe ich jetzt etwas breiter hier hinten rausgesetzt. Ja, wir zoomen mal ganz kurz rein. Dann können wir das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen besser sehen. Dann gehen wir das mal systematisch durch. Dafür muss ich mal hier hin. Und wir suchen das Ganze jetzt mal hier rein und fangen mal systematisch an. Gut, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu dunkel. Müsste aber eigentlich gehen. Gut, dann haben wir hier hinten im Hintergrund, haben wir damals nochmal zusammen gemacht. Das ist unser Rotala Sunset. Ihr seht, wie groß die Rotala Sunset. Dafür ist ja die Ludwigia Meter. Die sitzt jetzt hier hinten im Einzelstängel, habe ich ja gesagt. Die wird jetzt weichen. Sitzt jetzt die Ludwigia Meter etwas hier im Hintergrund. Die habe ich nur in kleinen Stängel. Aber die Rotala Sunset ist wunderschön gewachsen. Hier hinten, wie gesagt, das Kammblatt. Und daneben haben wir nochmal sitzen. Hier unsere Rotala Florida, die auch ja im relativ lila Ton da ist, in lila Helm. Nicht zu verwechseln mit unserer Bacoba, die hier sitzt. Die Bacoba, einer meiner Lieblingspflanzen, ist wunderschön immer noch. Wächst auch sehr schön. Und gerade dieser lila Ton, den die Bacoba halt eben hat, das ist schon traumhaft. Ansonsten hat sich gar nicht so viel geändert. Die Valigi, die Rotala, habe ich gestern gerade ein bisschen runter, ihr vorderer Bereich runtergeschnitten, die andere ist neu. Hier oben im Hintergrund sehen wir unsere Rotala Singapore Red. Hier vorne haben wir was mittlerweile auch sehr, sehr schön und einen kleinen Blaustich. Dieser Rot-Blaustich ist unsere Buchse Landra. Die wächst auch hier unten schön feinsäuberlich raus. Unser Moos auf dem Bonsai-Bäumchen. Können wir auch noch mal sehen. Unser Moos auf dem Bonsai-Bäumchen. Auch sehr, sehr schön. Hat auch keinen Schaden in irgendeiner Form genommen. So, dann haben wir hier vorne noch mal, das habe ich ja gesagt, ein Teil bleibt davon ja hier sitzen. Das haben wir hier vorne auch gemacht. Ist die Rotala Florida noch mal. Hier sehen wir sie. Und hier ist sie jetzt auch extrem buschig geworden. Die haben wir hier vorne drin sitzen. Ja, wer auch mittlerweile wenig unbedingt, ist unsere Cirrus Speck Red. Die sitzt hier unten ja, die kennen wir ja alle zugute, gab es ja einen, ich glaube, war mein erstes Video, was ich gemacht habe, wie man die schneidet. Die habe ich mittlerweile in Hülle und Fülle hier in diesem Becken drin. Die muss ich unbedingt teilweise schneiden, beziehungsweise Ableger abtrennen und rausholen auch teilweise. Ja, dann halt eben hier vorne die Areocaulon, die Polaris, sehr viele Knospen, die sie oben hier drauf hat. Ansonsten habe ich, was sich bösartig verändert hat, oder was ich ziemlich, ist halt eben unser Singunandus. Hier vorne gerade die Giant und ist hier auch, die habe ich jetzt etwas runtergeschnitten in einer Form. Ja, es sind einige Pflanzen, die sich bisschen verändert habe, die ich umgesetzt habe, beziehungsweise die ich eigentlich nur ein bisschen zurückgeschnitten habe. Ich wollte, wie gesagt, jetzt mal ein kurzes Update geben, wollte einfach mal sagen, warum ich in der letzten Zeit nicht so aktiv war. Das ist auch der Grund, aber es werden jetzt noch mal demnächst, werden wir wieder aktiv starten und werden einige Videos halt eben wieder mehr rausbringen. Da ich eine Frage bekommen habe bezüglich Elektrolyse im Becken. Ich werde auf Elektrolyse nochmal speziell in einem Video eingehen. Elektrolyse ist bekannt ja eigentlich mit einer desinfizierenden Wirkung. Ich möchte aber da jetzt nicht speziell, jetzt gerade noch nicht speziell darauf eingehen. Da werden wir das in dem speziellen Video halt eben machen. Ist bekannt halt eben von Chihiros, die Chihiros-Anlagen.
Die haben halt eben zum Beispiel der Nano, die haben das, oder da gibt es, nee, Dr. Chihiros gibt es, glaube ich, gibt es da, also gibt es die unterschiedlichen Elektrolysenanlagen drinnen. Aktuell startet meine nicht. Da bin ich aber gefragt worden, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das in einem Aquarium ist. Um den Ganzen nichts vorwegzunehmen, aber ich werde nochmal, wie gesagt, speziell darauf eingehen, gibt es andere Möglichkeiten, gibt es bessere Möglichkeiten, das Geld kann man sich getrost sparen. Ich habe es bei mir in meinem Becken drin und die läuft auch bei mir nur, weil ich es in meinem Becken drin habe und mir die Anlage einfach zu teuer ist, um sie jetzt einfach außer Betrieb zu nehmen. Sie hat Vorteile, auf die Vorteile, wie gesagt, gehen wir speziell nochmal in dem Video ein von dieser Elektrolyse. Aber das Geld ist es trotzdem nicht wert. Ja, würde ich sagen, dann wünsche ich allen noch ein schönes Pfingstwochenende und wir starten dann wieder und ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder regelmäßig. Dann danke ich ganz recht herzlich und ja, dann bis bald. Ciao.